Hallo und herzlich willkommen aus meiner Küche. Und ich sage heute einfach mal du und ihr, weil an meinem Küchentisch ist das einfach viel gemütlicher. Bevor es am Montag richtig losgeht mit meinem YouTube-Kanal, gibt es eigentlich sowas wie eine Vorpremiere? Ist mir auch egal. Ich wollte auf jeden Fall mal Danke sagen. Ich wollte Danke sagen, dass so viele schon mal reingeklickt haben und geguckt haben und den Kanal abonniert haben. Dachte ich mir, beste Gelegenheit. Einfach noch mal was zu machen und es ist auch noch nicht so ausgereift mit dem Licht und so weiter. Vielen Dank da auch für die Anregung der Einzelnen. Ich arbeite dran und mache weiter. Ich wollte euch für diesen Tag einfach wünschen, dass die Sonne in euer Herz kommt. Da gibt es ja diesen alten Schlager, lass die Sonne in dein Herz, schickt die Sehnsucht himmelwärts. Ja, das ist schon gut, aber nicht nur in den Himmel, sondern ich kann meine Sehnsucht, meine Wünsche und meine Hoffnung, die kann ich in den Himmel schicken, zu Gott, dem Vater von Jesus Christus. Und das wünsche ich euch. Wenn euch heute was auf dem Herzen brennt, dass ihr es einfach mal versucht. Ein kurzes Gebet. Man braucht da keine dollen Worte für wählen. Und manchmal muss man es auch gar nicht aussprechen, weil Gott kennt mich ja sowieso. Mir ist das eine Kraftquelle mitten im Alltag, dass ich Gott alles sagen kann. Ich kann ihm sagen, dass ich einen Parkplatz brauche. Und ich kann ihm aber auch die großen Dinge in meinem Leben anbefehlen und darum bitten, dass er eine Lösung findet. Aktuell gerade, Stichwort Corona-Krise, unsere Tochter ist ja gerade zu Hause, kann nicht direkt zurück ins Wohnheim, wo sie die Woche über sonst lebt. Das sagen wir eben immer. Meine Tochter und ich, die Birte, wir falten oft gemeinsam die Hände. Das ist gut. Das ist gut zu wissen, weil das entlastet, dass nicht alles ich regeln muss. Diese Gewissheit, die wünsche ich euch für heute. Also lass die Sonne in dein Herz und schick die Sehnsucht himmelwärts zum Vater im Himmel. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und also Montag geht's dann richtig los. Aber vielleicht melde ich mich ja vorher auch noch mal. Bis denne, ciao.